Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Wir sind auf der Karte Stronghold Episode 1. Wir haben da unten ein brennendes Wohnhaus, was ich mir eigentlich gerne angucken würde. Ich habe hier aber meinen Leibeigenen und ich traue mich noch nicht irgendwie was anderes hier zu machen, weil wir beim letzten Mal ja so ein tolles Erlebnis hatten mit der Einführung hier. Aber mal schauen. So, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und ich kann im Moment noch nichts machen. Ich kann die Festung noch nicht ausbauen. Wir haben ja keinen Taler. Ich kann auch keinen Leibi rekrutieren. Klar, die kommen aus den Wohnhäusern. Ich kann aber auch noch kein Wohnhaus bauen. Ist noch nicht freigeschaltet aus irgendwelchen Gründen. Ist alles noch nicht freigeschaltet. Also wahrscheinlich muss ich wieder warten, bis die Nahrung fällt. Aber wie lange soll ich denn da bitte warten? Also muss ich jetzt warten? Okay. Ah, Steuern. Fällt die Nahrung? Lass mal gucken hier. Der fahrende Händler, der liefert gerade Fische ab. Ah nee, die fahren alle gleichzeitig hier hin. Okay. Wir haben 20 Ehre erstmal. 200. 373. Ja, okay. Da kommen wahrscheinlich 100er Ladungen immer raus. Wobei bei Steinen haben wir schon 1000. Das ist ja schon krass. Okay, 1500. Okay, 500 Steine. Wow. Und wir haben 75 Nahrung verloren. Durch die Geschichte. Das heißt, lass mal rechnen. Also wahrscheinlich 100, 100. Das heißt 200 Nahrung gekriegt und dann hätten wir 275 Nahrung verloren. Weiß nicht. Oder sind das vielleicht 50, 50? Ne, warte mal. Also wir haben 6 Leibeigene. Vielleicht frisst Erik auch nochmal eine Nahrung. Das kann natürlich sein. Das, also 25 pro Person würde ich schätzen. Ja, das wären dann halt aber 150 bzw. 175. Ja gut, doch, das kommt dann hin. Das wären 50-50. 50 Nahrung für den Fischer, 50 Nahrung für das Feld. Das könnte dann hinkommen. Dann wären das 100 und wir hätten einen Verbrauch von 175. Dann hätten wir 75 weniger effektiv. Ja, gut. Ist dann so, ne? Vielleicht haben wir natürlich auch noch einen krasseren Verbrauch, kann sein. Aber trotzdem 175 und dann hätten wir... Wie viel hätten wir dann verbraucht? Mit den anderen. Ja gut, da kamen ja während der letzten Geschichte schon 4 Leute aus dem Wohnhaus raus. Die haben einmal bestimmt Nahrung mitgefuttert. Dadurch sind wir schon unter 300 gefallen. Ja, aber das ist ja echt... Also 2 Leute mit Nahrung reichen zumindest nicht aus, um die hier zu versorgen. Das wird ja lustig. Da kann ja schon mal gut werden. Der sammelt auf jeden Fall erstmal noch ordentlich Holz. Oder was heißt ordentlich? Ein bisschen was. Ah, okay, am Zeittag fahren die halt dann immer los und liefern ab. Okay, zum Zeittag kommen sie alle hin. Dann wird gewartet, bis die Dinger voll sind. Und dann wird hier 100, 100, 500 abgeliefert. Anscheinend, opala. 100, 100, 500. Wie ich, also würde ich jetzt mal gerade so vermuten. Wir haben kein Tribut auf jeden Fall. Die Brücke zum Kloster müssen wir gleich gucken. 400, 600, 200, ja. Warte mal, was? Die Brücke zum Kloster. 2000 Holz und 5000 Steine. Die haben wir ja schon bald. Das ist der wichtige Hinweis und das ist der Tipp. Okay, ja, das haben wir geschafft. Schön. Okay, also 2000 Holz und 5000 Steine. Ich weiß noch nicht, wie wir die abtreten sollen. Wir können die im Moment noch nicht abtreten. 750 Nahrung. Ja, wann kriegen wir denn hier eigentlich das Holz, das Haus freigeschaltet? Also wir müssen warten, bis dann Erik kommt oder Sir William und sagt, oh, wir haben so wenig Nahrung. Mhm. Und dann kann ich das erst bauen. Gut, also irgendwie hätte man jetzt doch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Warum dauert das denn jetzt? Ach so, klar, weil wir... jetzt ja die Nahrungsproduktion haben, die sorgt natürlich dafür, dass das alles ein bisschen langsamer fällt, das Ganze. Also wahrscheinlich hätte ich nicht direkt das Wohnhaus bauen dürfen, sondern erstmal die Felder bauen, dann das Wohnhaus bauen. Und war wahrscheinlich einfach ungünstiger Zufall, den ich da heraufbeschworen habe in der letzten Folge. Aber das wird sich jetzt ändern. Jetzt machen wir alles strukturiert und ordentlich. Ich finde, um auf die schönen Dinge einzugehen, finde ich eine coole Sache, wie das hier funktioniert. Da liegt dieser Steinhaufen, wo der hackt. Der hackt hier vorne ordentlich. Es ist aber kein Ochse, der da hier rüber trägt, ne? Sondern halt wirklich der Händler. Also, cool gemacht. Das Wohnhaus, was hier brennt, wird nochmal lustig.
Und die Abrechnung passiert anscheinend dann, wenn alle Leute immer am Lager angekommen sind. Dann wird abgerechnet, dann geht die Nahrung weg. Kriegen wir da auch immer 10 Ehre jetzt dazu? Anscheinend, ne? Anscheinend kriegen wir auch jedes Mal 10 Ehre. Das passiert beim Alarm. Da wird ja lustig. Das heißt, wir hätten gleich 50 Ehre, wenn es gut läuft. Ja, genau. Und 675. Ah, oh, jetzt, okay. Anscheinend unter 700 oder sowas. Oh je, Nahrungsvorrat nähert sich einem kritischen Wert. Ja, Schnell ein weiteres Wohnhaus bauen. Klar, damit wir noch mehr Nahrung verballern. Ist ja logisch. Würde ich gerne tun. Kann ich jetzt stehen bleiben, pausieren? Stimmt. Mich hat vorhin auch irritiert, oder in der letzten Folge irritiert, dass das Feuer ja weiter brennt, während man im Pausemodus ist. Vielleicht versteht einer der neuen Arbeiter auch etwas vom Obstanbau. Schon mal gleich, um zu sagen, dass der Alte, der da noch rumlungert, davon nichts versteht. Ja, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen ist. Ich würde gerne sofort etwas unternehmen, wenn du mich lässt. Weil jetzt ist gleich schon wieder der nächste Zahltag rum. Also wir sollten das Wohnhaus so bauen, dass es erst nach dem nächsten Zahltag fertig wird. Weil sonst kommen die direkt... Oh, nee, warte, genau. Ich sollte warten, bis alle Karren gerade weggefahren sind. Und dann sollte das Wohnhaus gerade fertig werden. Weil sonst futtern die gleich direkt die erste Rutsche mit. Und dann habe ich... dann haben die gleich super viel Nahrung da aufgefretten. Das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. Mal schauen. Also in 20 Sekunden machen die sich auf den Weg. Okay, ja, Bauernhof wäre auch cool. Da gibt es bestimmt auch Nahrung, würde ich mal vermuten. Ich bin auch mal gespannt, was man hier reinsetzt. Also ich bin jetzt sehr vorsichtig. Aber gut, ich glaube, es passt sogar. Das Wohnhaus wird sowieso erst fertig, wenn die alle abgedampft sind. So, drehen jetzt da ab. Fahren jetzt dahin. Mal schauen, der von der Lehmgrube, der braucht halt immer so lange. Aber notfalls gehen wir doch kurz von dem Haus weg. Und lassen das erst fertig bauen, wenn... der abgeladen hat. Aber ich glaube, es reicht sogar zeitlich. Kommt zeitlich sogar hin. Ja, jetzt wird gleich abgerechnet. Zack, alles weg. Supi, ja, jetzt schnell. Bau das Wohnhaus aber ruckizucki. Damit wir dann ganz fix aufbauen können. Meine Güte, ey, das ist ja echt nicht zu fassen hier, ne? So, jetzt, zack, da sind sie alle. Ah, das war eine gute Idee. Ja, wirklich. Versteht einer von euch vielleicht etwas von Obstanbau? Ja, ich hoffe doch sehr. Ah, ja, ich, eure Lordschaft. Und ich wüsste auch schon eine geeignete Stelle, euer Gnaden. Okay, der Dude da oben anscheinend. Zumindest hat er sich gerade umgedreht. Und wo wäre die? Bei den brennenden Gebäuden, euer Durchlaucht. Am besten, ich markiere die Stelle, Sire. Welchen Weg, Sire? Die Klingen sind geschärft. Okay. Und die Pferde sind gesattelt. So, du bist der fähige Kollege hier, wie mir scheint. Anscheinend ist das der fähige Kollege, der jetzt hier den Obstanbau macht. Tatsache. Der ideale Arbeiter für die geplante Obstplantage, eure Lordschaft. Na, da habe ich ja zumindest da jetzt mal das Richtige direkt erwischt. So, da wären wir. Vielleicht sollte ich besser die Obstplantage mit einem Garten umfrieden und gegen Obstdiebe, mit einem Gatter umfrieden, ha, gegen Obstdiebe schützen. Zunächst mal die Ecken. Ja, Getreidefarm, Obstplantage. Oh, das hätten wir schon mal. Nun die nächsten Bretterzäune, die erzählen hier immer einen vom Pferd und bald haben wir keine Nahrung mehr. Ach, das reicht doch nicht, jede Menge Lücken. Also weiter. Ja, okay, aber die Nahrung wird anscheinend schon abgeliefert. Das wird die Obstdiebe nicht abhalten. Da müssen noch weitere Bretter hin. Also ich finde den Text natürlich schon cool hier gemacht. Ah, das wäre geschafft. Sieht schon mal gut aus. Nun klaut hier keiner mehr unser Obst. Ja, die Bäume fehlen noch, ne? Jetzt die Scholle aufbrechen, damit die Obstbäume gedeihen können. Ja, okay. So, fertig. Satter, fruchtbarer Boden für meine Obstbäume. Nun kann ich mit der Anpflanzung der Bäume beginnen. Ja, die werden wahrscheinlich erst klein und wachsen dann. Oh ne, zunächst mal die erste Reihe. Ach, sag bloß. Dann die zweite. Unglaublich, wie schnell die auf meinem satten Boden wachsen. Nur die zweite Reihe. Schön stillhalten. Okay, und gleich die dritte Reihe. Klasse, eine Reihe noch und ich hab's geschafft. Also, auf los geht's los. Fertig, die ersten Früchte sind auch schon reif. Aber selbst wenn es 50 gibt,
Na gut, der Mann. Beim nächsten Transport werde ich zum Gemüse auch noch sein Obst zum Lager transportieren. Okay. Die Frage ist, wenn das auch nur 50 gibt, dann haben wir ja 150, ne? Dann kann man immer noch Minus. Sehr gut. Unser Plan nimmt Form an. Wenn wir nun zwei geeignete Arbeiter auf das Gemüsefeld schicken, sollte die Nahrungsversorgung auch für schlechte Zeiten gesichert sein. Okay. Los. Noch mal zwei Leute aufs Gemüsefeld. Wer denn? Mal gucken, wen wir da finden, wer da geeignet ist. Ist der Dude geeignet? Ich hoffe doch sehr. Wir gucken mal, wir haben jetzt nur noch 525, sinkt immer weiter. Hier, Gemüsefeld. Ist in Ordnung. Hä? Natürlich. Kein Problem. Ich speichere zunächst einmal, bevor ich hier wieder den ganzen Quatsch von vorne machen muss. Okay. Der ist anscheinend nicht geeignet. Warum ist er nicht geeignet fürs Gemüse? Oder meinen die das Obstfeld? Nö, das Obstfeld meine ich nicht. Kommt ihr mal hierher. Ah, oder müssen wir zwei Leute gleichzeitig hinschicken? Ah, okay. Genau die richtigen. Okay, das war einfach wieder Zufall. Verstärkung für diesen Job, eure Lordschaft. Die zusätzliche Nahrung transportiere ich gerne. Ja, Hauptsache, das Ding fällt jetzt nicht unter 300, ey. Guck mal, wird schon echt knapp. Das wird schon knapp hier. Ich weiß nicht, ob er die Rutsche schon mitgemacht hat. 450. Es sinkt doch immer weiter, hallo? Ich mach das gut, Sir William. Die Baustoffe für den Brückenbau sind fast komplett. Ja, und ich bin auch fast komplett verhungert, also meine Leute zumindest. Errichtet an dieser Stelle ein zweites Lager, damit meine Brüder die Baustoffe hier einlagern können. Okay, gut, tun wir das. Ich muss sagen, die Mission ist bislang ziemlich stressig irgendwie. Die stresst einen doch sehr gerade. Ja. So, darfst du da hinlaufen? Der geht hier weiter ein bisschen. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, ob wir jetzt tatsächlich genug Nahrung kriegen oder halt nicht. Oder ob ich auch noch jemanden auf dem Feld, auf das Feld schicken kann zum Ackern. Ja, wichtiger Hinweis, das sind wieder die Ressourcen. Reparatur, ja, da haben wir, ja, gut, ein bisschen was fehlt noch, aber das kriegen wir schon zusammen. Wieso haben wir jetzt eigentlich 3600? Ach so, klar, 400 fürs Lager. Die müssen wir jetzt abziehen von den 4000, die wir anscheinend schon zusammen hatten. Das ist aber Kapitel 1 von 5 noch hier, ne? Stressig, stressig, muss ich schon sagen. So, Diplomatie gibt es immer noch nichts Neues. Statistik. Hey, was haben wir da? 112 Punkte. So, der Kollege läuft hier erstmal drumrum. Würde zumindest auch nicht sterben, hoffe ich. Ach so, genau. Hier sind die Brüder und hier wird dann die Brücke gebaut. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt landen. Gleich, boom, direkt unter 300. Also wir dürften jetzt ja eigentlich einen Plus machen, was Nahrung angeht. Sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Schauen wir mal, was da passiert. Es muss auch vom Programmieren her eine krasse Sache gewesen sein, ne? Dass so programmiert wird, dass wenn die alle da sind, dass dann kommt... Oh, krass, wir machen tatsächlich Plus. Ui, wo kommt das denn her hier? Uiuiui, Leute, Leute. Gibt's ja Nahrung. Darf ich noch ein Wohnhaus bauen? Nö. Ich könnte noch ein weiteres Lager bauen. Okay. Ich könnte also theoretisch auch hier unten ein Lager hinsetzen, damit der Karren schneller umdreht. Ist aber... Wäre eigentlich komplett sinnlos, ne? Wäre eigentlich Quatsch. Ich kann die Bäume fällen. Ups. Es wäre mega lustig, einfach hier die Bäume zu fällen. Soll ich das mal machen? Sollen wir den Baum hier fällen? Ja. Ich kann den Baum da fällen. Oh nee, ey. Na, immer gucken. Vielleicht mache ich das. Also es wäre natürlich lustig oder es wäre natürlich bitter, wenn die Ernte darunter leiden würde. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber wie viel Holz brauchen wir? 2000, ne? Also die 5000 Stein kriegen wir schneller zusammen als die 2000 Holz. Das ist ja interessant. Vielleicht können wir noch jemanden zum Holzstapel schicken. Prima, das Außenlager ist fertig. Jetzt fehlt nur noch eine Architektenstube. Am besten genau an dieser Stelle. Um den Architekten braucht ihr euch nicht zu kümmern.
das übernehmen wir. Klar. Die Gelehrten im Mittelalter, das waren oft die Priester. Die waren Gelehrte und Priester gleichzeitig und haben natürlich sich mit Brückenbau ausgekannt. Vor vielen Jahren haben unsere Brüder die Bäume für den Lagerplatz gerodet. Es müsste also irgendwo oberhalb des Lagers noch eine Kiste mit Holz rumliegen. Ich weiß aber nicht mehr, wo genau. Ja, wir können auch einfach abwarten. Wir können auch einfach entspannt jetzt warten. Wo wir einen Nahrungsplus haben, würde ich doch sehr gerne einfach einen Puffer bauen. Mir ansammeln. Wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus, hier so ruckzuck. Guck mal, jetzt haben wir schon 700 Nahrung, ist ja toll. Wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus, hier die 1000 Holz uns ruckizucki zusammensammeln. Ah! Okay, Erik ist jetzt bei uns in unseren Reihen. Dann können wir jetzt erstmal uns ein bisschen umgucken hier. Ja, Sir William. Dann gehen wir jetzt mal erkunden. Die ganzen Mönche hier. Stehen hier alle rum. Okay, Architektenstube, da passiert ja jetzt erstmal nichts. Erstmal gucken, was wir hier so alles finden. Ja, okay, da kommen wir nicht hoch. Hier unten können wir gleich nochmal reingucken, was es da so gibt. Und dann ja, gehen wir halt ein bisschen hin und her. Genau, und die sollen hier ein bisschen Holz sammeln. Nach und nach. Gibt es hier dann irgendwie Tributmenü? Nö, ne? Das kommt einfach nur so. Ja gut, wir haben halt erst 900 Holz. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das zusammen hätten. Das wären noch 11 Zahltage, die wir warten müssen. Vielleicht auch nur 10, weil wir ja noch 2 Leibeigene haben. Also einen im Moment, aber der zweite, der hilft ja gleich noch mit. Die hacken ja auch noch so manuell Holz. Dann könnten wir uns sogar die Kiste aufsparen für schlechte Zeiten. Es zwingt uns ja niemand, dass wir jetzt die Kiste einsammeln, ne? Ich würde hier gerne das Gebiet auf jeden Fall aufdecken. Na, prima. Die Architektenstube steht am richtigen Platz. Wir warten hier nun geduldig, bis ihr 5000 Steine und 2000 Holz gesammelt habt. Ja, wartet mal geduldig. Darf ich in der Zeit irgendwas machen? Ich hoffe doch sehr. Also, dann gehen wir hier runter kurz, gucken. Deckt der hier was auf? Ne, das Land wird nicht aufgedeckt, ne? Das bleibt einfach schwarz. Bleibt einfach nur schwarz. So, Erik. Oh, ist Sir William natürlich, nicht Erik. Oh, 825 Nahrung. Oh, das muss ich eigentlich ausnutzen hier. 5000 Nahrung zusammensparen und dann legen wir los. Dann kann ich auch sagen, wir suchen die Kiste. Wobei, dann passt es ja eigentlich auch schon. Da ist ja schon genug da. Also die Kiste wird irgendwo hier oben liegen. Entweder hier in der Ecke oder vielleicht auch hier vorne irgendwo. Gehe ich eigentlich mal fest von aus. Also das ist jetzt zum Glück nicht das komplizierteste Rätsel, diese Kiste zu finden. Vermute ich einfach mal. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Kann natürlich sein, dass sie auch da in der Ecke liegt oder hier unten. Ach, guck mal. Nee, da kann er gar nicht hin. Da kann man gar nicht hin. Okay. Ja. Heißt es abwarten. Ach, guck mal hier. 1038, 1040. Ich glaube, wir kriegen sogar doch ein bisschen schneller hin mit den Ressourcen. Mal sehen, ob er gleich schon sagt, oh, formidabel, ihr habt schon mal die 5000 Steine, die nehmen wir euch schon mal ab. Einmal weggesaugt. Kann sein, dass sowas dann passiert. Ja, natürlich. Ja, natürlich passiert das. Okay, Erik ist sie. Oh, William. Entschuldigung, es ist nicht Erik hier. Es ist William. Sir William scheint sich sehr sicher zu sein, dass es passieren wird. Ich hoffe, dass wir hier nicht die Kiste aus Versehen einsammeln. Gehen wir mal hier rüber. Gucken wir uns das Ganze an. Ja, wir könnten hier bestimmt irgendwo die Kiste finden. Vielleicht ist sie auch doch woanders versteckt. Aber wie gesagt, ich will sie eigentlich... Ja, da steht sie. Okay. Ich will sie aber eigentlich auch gar nicht haben. Ich brauche die nicht. Weil dann knöpfen die uns direkt das Holz ab. Und dann habe ich nicht mehr genug Nahrung. Wir haben jetzt einen Plus von 150. Kann das sein? Nee. 125 vielleicht? Ja, mal gleich schauen, wo wir gleich landen. 950, okay. 125. Plus von 125 Nahrung im Moment. Das scheint dann so zu sein, dass wir uns noch theoretisch 4 weitere Leibeigene leisten könnten. Und immer noch ein Plus wären. Na gut, das wäre ja okay. Also theoretisch könnten wir auch die schon mal machen lassen. Ja, aber es zwingt uns ja niemand. Sammeln wir erstmal noch ein bisschen Stein.
im Moment haben wir Zeit, niemand drängt uns und ich gehe davon aus, dass es besser ist, schon mal ein paar Ressourcen für später anzusparen. No rush, just relax. Können wir schon mal nochmal ein bisschen hier auf den Anfang zu sprechen kommen. Also das System finde ich ja schon mal irgendwie ganz cool, dass man die Leibeigenen da hinschickt. Dass man jetzt nicht so wirklich erkennt, wer dafür verantwortlich ist. Also vor allem die zwei, die wir hier zusätzlich runtergeschickt haben. Das war ja echt Zufall, dass da jetzt genau die beiden als erstes angekommen sind, die gebraucht wurden. Hätte ich den dritten zuerst erwischt, dann wäre es wahrscheinlich auch richtig bitter geworden. Ja, krass, wie das programmiert wurde. Das muss ja wirklich dann einer Entity genau dieser Job zugewiesen worden sein. Also dieser Befehl, dass wenn die da hinkommt, dann passiert es und sonst nicht. Also vom Skript stelle ich mir das auch ein bisschen komplizierter vor. Und halt generell die Sache hier auch, dass dann halt, ne, mit den Karren, dass sie abpassen. Aber na gut, man baut die Sachen zumindest nicht. Wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn wir hier das Wohnhaus gebaut hätten. Damit hätten wir wahrscheinlich das Ganze... Ach nee, da war jetzt, das hat das Wohnhaus gebrannt, wobei... Das hätte ja nicht die... Also wir hätten ja das irgendwo daneben, hätten wir ja wahrscheinlich schon das andere Haus setzen können. Hätte ja wahrscheinlich das Ganze nicht komplett zurückgedrängt. Okay, ja, sehe ich vielleicht als entspannt an. Hier wird garantiert auch irgendwas passieren, die Ruinen werden wahrscheinlich irgendwann verschwinden. Dann kann man hier nochmal irgendwas bauen. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann weitergeht. Ich weiß auch nicht, was der Alarm macht. Wahrscheinlich im Moment gar nichts. Da passiert aber nichts. Genau, hier in der Architektenstube passiert ja auch nichts. Die arbeiten hier fröhlich weiter. Und ja, ansonsten. Der Bogenschütze hier. Das ist natürlich auch schon cool. Wieso steht da ein Schaf? Moment mal. Wieso wird mir hier angezeigt, dass hier ein Schaf ist? Hier ist doch ein Stein. Wieso steht hier ein Schaf? Wer hat hier ein Schaf versteckt? Ah, okay, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich skripttechnisch notwendig, weil die Einheit ja nur auf ein gegnerisches Objekt schießen kann. Und ein Stein ist kein Objekt, wo was abgeschossen werden kann. Dementsprechend wurde ein Schaf hingesetzt, was nicht sterben kann. Und der Pfeil deswegen... Okay, und deswegen fliegt der Pfeil dahin. Okay, ist natürlich eine coole Sache. Okay, verstehe, weswegen das Schaf da ist. Ja, habe ich kapiert. Dankeschön. Andere Einheiten sterben, ja, Schafe sterben nicht zwangsläufig. Es gibt ja Schafe, die unkaputtbar sind. Okay, also auch eine geschickte Sache. Also ich muss sagen, schon mal eine coole Sache. Wie gesagt, das Tutorial da, da bin ich noch nicht ganz einverstanden mit, wie das einfach so vom Verhältnis her ist, dass man da so überrumpelt wird und im Prinzip keine Zeit hat, gemütlich sie aufzubauen. Das ist ein bisschen krass. Aber das hatten wir ja in der letzten Folge ausgiebig besprochen. Jetzt sind wir ja auf dem Vormarsch. Ja, vielleicht sollten wir trotzdem noch dafür sorgen, dass wir hier... Vielleicht sollte ich doch die Kiste einfach einsammeln, wa? Wir wollen ja diese Folge auch noch irgendwas schaffen. Na komm. Natürlich. Na komm, Kollege. Lauf hier hoch, hol dir die Kiste. Ja, natürlich. Dann haben wir gleich Holz und Stein zusammen. Kann die Kiste gebaut werden. Wird ja auch bestimmt noch irgendwas erzählt und gequatscht und palavert, blabliblub. Und dann, ja, gucken wir mal. Aber wir haben auch schon wieder hier, was war hier, ne? Das ist schon wieder ein Viertel der Karte etwa. Nein, nicht ganz, aber fast ein Viertel der Karte, das wir jetzt dann schon kennen. Und wir sind ja noch im Early Game. Wobei nach knapp einer Stunde kann man auch schon sagen, ja, ist schon ein bisschen mehr als Early Game wahrscheinlich. So, 1000 Holz. Großartig, wie das macht Sir William. Ich schicke nun meine Brüder zu eurem Lager. Oh ja, da bin ich mal gespannt. Die müssen wir das Holz hier wegtragen. Los, kommt, lauft. Sie werden alle Baustoffe für den Brückenbau ins hiesige Lager transportieren. Ich will die sehen. Mach mal die Kamera woanders hin. Sobald meine Brüder alle Rohstoffe ins hiesige Lager gebracht haben, können eure beiden Arbeiter die Brücke vollenden. Können? Sind das auch die richtigen? Nicht, dass da wieder der Falsche dabei ist. Wo sind sie? Sind alle weg? Sind alle weg? Aber gern. Wo sind sie hin? Hä?
Die Priester sind weg. Die sind einfach alle verschwunden. Okay. Zahltag. Oder gehen die zu dem Lager hier unten tatsächlich? Ich dachte, die gehen extra zu dem Lager da oben. Ich dachte, geht zu dem Lager. Ich dachte, das war der Sinn der Sache. Ah ne, die holen die Rohstoffe von hier und bringen die zu dem Lager da oben wahrscheinlich. Okay. Ja. Okay. Wir kriegen jetzt nochmal ordentlich Nahrung. Wir haben jetzt wieder 1200. So viel wie am Anfang. Und jetzt wird es gleich nochmal mehr. Klingeling. Ah, ist doch schön. Ah ja, da kommen sie. Kommen sie angesuppt. Im Gleichschritt, Marsch. Warum erinnert mich das jetzt so an Bruder Johannes, der in die Macht der Priester irgendwelche Soldaten übernimmt? Oh Gott, das mit den Knochen hier ist auch so krass, ne? Den Schädeln und Tierknochen, Menschenknochen, das ist schon... ich weiß auch echt nicht, was sind das hier für Grippe da? Naja, gut. So, die holen jetzt Holz ab. Bin mal gespannt. Ja. Die schlurfen hier dahin. Die sind ganz schön fix unterwegs, muss ich sagen. Ich dachte, die wären langsamer, aber die sind relativ schnell. Die sind doch relativ fix. Im Gleichschritt, Marschkollegen, und jetzt bitte hier. Also, kann ich hier... Das kann ich leider so nicht machen. Und sie verschwinden im Nebel des Krieges. Okidoki. Ah, sowas. Ja. Da hacken wir weiter Holz. Mhm. Genau, damit wir natürlich regelmäßig noch weiter Holz einnehmen. Noch ein bisschen Holz dazu gewinnen. Wäre schon relativ wichtig. Auch relativ langsam, ne? 64, 66, ja doch, es geht. Es ist, glaube ich, doch normales Tempo. Unglücklich gelaufen so ein bisschen. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Na, jetzt kommen die Priester hier gleich angeschlurft. Und dann können wir theoretisch die Brücke bauen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das jetzt schon tun sollte oder ob ich das lieber in der nächsten Folge erst mache. Falls wieder irgendwas passiert. Wir wissen ja nicht, was passieren könnte. Jetzt sind wir erstmal gleich bei 1450 Nahrung und 160 Ehre schon. Ja. Sehr ehrenvoll. Nachdem die beim ersten Mal so über mich hergezogen sind, ist das jetzt ein bisschen was anderes. Mhm. Da sind sie wieder alle. Alle Baustoffe sind angekommen. Die Brücke kann vollendet werden. Ja. Aber erst, wenn ich will. Erst, wenn ich will. Warte mal, was? Wie kann... Also, ich müsste sie da wahrscheinlich hinschicken. Ah, nee, ich muss die Brücke schon bauen. Okay, die Ressourcen sind jetzt einfach wieder in meinem Inventar. Ist ja auch witzig. Hä? Ach, die kostet jetzt weniger. Die kostet jetzt wieder normal viel. 500, 300.000. Ich könnte sie da jetzt einfach reinklatschen. Na gut, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, würde ich tatsächlich sagen. Wir gehen das jetzt... Wir übertreiben es ja nicht, ne? Wir wollen ja es ganz gemütlich machen. Wir wollen sehen, dass das alles hinhaut und ich will nicht wieder irgendwelchen bösen Überraschungen ins Auge blicken. Und deswegen machen wir das ganz gemächlich, ganz entspannt und schauen beim nächsten Mal, wie es wird. Also denn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.